So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren WWE 2K14 Challenge. Und heute hat mich jemand wieder herausgefordert, aber zuerst möchte ich nochmal sagen, dass ihr mir in die Kommentare eure Challenges an mich schreiben könnt oder so. Das heißt, eine Herausforderung, ein Match mit bestimmten Bedingungen und so weiter. Und die kreativsten werden dann genommen hier im Let's Play. Und heute sieht die Challenge wie folgt aus. Denn der gute XX German Slayer XX fordert mich unter dem ersten Part von der Challenge raus. Gewinne ein Match gegen Franz Wegener, nur mit Schlägen und Tritten. Dein Charakter Santino Marella, Schwierigkeit, Legende. Und das werde ich doch mal probieren. So, dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ich muss dazu sagen, ich habe es bei Facebook schon gesagt, ich habe das alles schon mal aufgenommen. Ich habe schon mal eine Session hier Challenge aufgenommen, 4 Folgen für die Woche. Die Aufnahme ist aber leider abgekackt, beziehungsweise die war so unbrauchbar, dass nur 2 von 4 Episoden nur noch gingen. Von daher habe ich mich entschieden, einfach nochmal komplett alles neu aufzunehmen. Und ich werde euch am Ende dieser Episode sagen, ob ich es beim ersten Mal geschafft hatte oder nicht. So, das heißt, ich muss jetzt dafür nur die Viereck-Taste benutzen und halt Content, würde ich mal behaupten, und Pin. Ja. Warum meine Aufnahme beim letzten Mal abgekackt ist, kann ich euch auch schnell sagen. Und zwar, sobald mein Mikrofon sich auszieht, beziehungsweise sobald mein Mikrofon ausgezogen wird oder mein Headset, geht die Aufnahme flöten. So, ich kann dann meistens immer bloß von der Videoaufnahme noch einen Teil retten. So ungefähr so 70% sind noch rettbar. Mit dem Programm FF Coder. Ich nehme ja mit Fraps auf, beziehungsweise mit einmal Rack TV. Mit dem Programm lasse ich mir die PS3 anzeigen, nehme dann direkt auf. Und sobald dann das Audiogerät entfernt wird, ist das Ganze dann im Arsch. Das liegt, das geht für Soundaufnahme sowohl als auch für Videoaufnahme. Zu teilen lässt sich das retten. Und dazu hatte ich irgendwie auch diese Episode, die ihr gerade seht, oder diese Herausforderung, bei dieser Herausforderung nicht meine Stimme aufgenommen im letzten Mal. Egal, aber mal gucken, ob ich es hier hinkriege. So, nur Punches, Konter und so weiter, immer nur Viereck-Taste drücken und dann irgendwie das Ganze schaffen. Und jetzt macht Franzi schon sein Comeback. Mein Core gibt es natürlich. Ist ja eigentlich egal. Mein Core gibt es natürlich in den Community Creations. Ihr braucht aber den Season Pass dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Ich darf kein Signature benutzen und sonst was. Franzi mit dem Comeback. Und der ist auch schon orange am Kopf, wenn mich nicht alles täuscht. Oh Gott. Ja, Comeback soll ich wohl dagegen setzen können, ne? War wohl nichts, was? War wohl nichts. Zack. Und die Hintergrundmusik natürlich wie immer von Shira.de. Und die Punches. Immer weiter hier. Könnte eine kurze Episode werden heute, ne? Wenn man sieht, wie Franz schon orange am Kopf ist. Ist auch ein bisschen komisch so zu kommentieren. Wenn man immer Franz sagt, aber man das eigentlich selber ist. Na, was will man machen, ne? Was will man machen? Nein, einmal kriegst du ja ab. Och man. Ich spiele natürlich auf Legende, habe jetzt nicht explizit gezeigt, aber das könnt ihr mir ruhig glauben. So, jetzt nochmal. Dieser Handkantenschlag, ey, der fängt ja schon wieder ab. Das ist ja unglaublich. Und die Lariat. Oh man. Das geht nicht gut los hier. Oder? Naja, eigentlich ging es ganz gut los. Aber jetzt kommt Franz so im Fahrt, wie es aussieht. Und jetzt hier der Elbow Drop. Sehr schön gemacht. Cover hinterher. Da soll ich nochmal rauskommen, jawohl. Sensino mit keiner Resiliency am Start. Okay, Wristlock. Der Punch ins Gesicht. Ah, da muss ich aufpassen. Da muss ich wirklich aufpassen. Na, lass mich doch mal. Oh, Hurricane Rana ins Cover. 2. Oh Gott. Oh, steht natürlich aktuell 2:1 für euch, habe ich vergessen zu erwähnen am Anfang der Episode. 3 Episoden gab es bis jetzt und eine habe ich geschafft. Und aktuell sieht es ja auch ganz gut aus, dass ich auch diese Episode irgendwie für mich entscheiden kann. So, hör auf hier. Wir sind auch schon orange am Kopf, gar nicht cool. So, er ist rot am Kopf. Den nehmen wir doch mal Anlauf, um ein bisschen Variation in das Match hier reinzubringen. Und die Lariat gelingt nicht, dafür das Schoolboy von Franz ins Rope Break. Jawohl. Nein, kannst du mich mal. Probieren wir es auch gleich nochmal. In die Seile, kommt er angelaufen. Und die Lariat, erneut der Schoolboy Pin hier. Und wieder Rope Break. Ey, der muss doch mal klappen, ey. Geht doch. So, Cover-Ansatz. Nur Schläge, nur Tritte, nur die Viereck-Taste. Und Konter halt und so weiter. Jetzt haben wir schon 2. Finisher.
Aber ich darf ihn nicht einsetzen. Wie mies, ne? Wie mies. So, und bedenkt natürlich bei euren Challenges, dass die machbar sind. Und es wäre cool, wenn ihr die auch vorher mal ausprobiert habt. Beziehungsweise bei manchen Challenges weiß man natürlich, dass sie machbar sind. Aber es gibt auch Challenges von euch, die sind einfach nicht machbar. Darauf werde ich nochmal in ein paar Parts demnächst eingehen, beziehungsweise in einem Part in der Zukunft, wo die Aufnahme auch futsch ist, was jetzt ein bisschen abgewandelt wurde. Jetzt habe ich einen Gruppen gemacht, zählt das, keine Ahnung. Weil das, so wie es gefordert wurde, nicht möglich ist. So, nein, Crossbody, kann es nochmal vorbei sein, oder was? Kann man bis... Ohoho. War knapp, was? Machen wir doch mal... Warte mal... Warum macht er denn nicht... Roll-Up-Pin? Nein. Uhuhu. Gar nicht nett, gar nicht nett, der Irake. Na, kommen wir zurück. Ha! Small Package! Small Package! Zum Sieg fürs Athena Marella und das Cover bis 3! Jawoll! 2-2, Leute! 2-2. Und ich kann euch sagen, auch beim ersten Mal hat's geklappt. Ein Match nur mit Schlägen habe ich meinen eigenen Chor besiegt. So, XX German Slayer XX. Deine Challenge wurde erfolgreich gemeistert von mir nach dem Small Package Pin. Und genauso habe ich auch die letzte Episode gewonnen, nach dem Small Package. Ja, war eine ziemlich kurze Episode heute, ne? Mal sehen, was morgen für eine Challenge auf uns wartet. Beziehungsweise, ja, ich musste diese Episode an einem anderen Tag rausbringen als ursprünglich gedacht. Da ich ja, wie gesagt, die Probleme mit der Aufnahme hatte und die noch zu tun hatte am selbigen Abend. Deswegen gibt es ja heute, wenn ihr das am Release-Tag seht, um 14 Uhr kam diese Episode raus, um 16 Uhr kommt Story raus und um 18 Uhr kommt ja SmackDown vs. Raw 2008 GM-Mode. Und dann geht's wieder normal weiter. Das bedeutet, ab morgen wieder eine Folge Challenge, dann übermorgen wieder Story und so weiter. Eure kreativsten Challenges für mich in WWE 2K14 in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Euer Franz, euer Franz Zockt. Daumen hoch war cool und haut da rein.